Ja, hallo und herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Ich bin wieder unterwegs auf Reportereinsatz für Sie und wo ich bin, das erfahren Sie nach dem Intro. Tottnau. Am Donnerstagnachmittag, den 9. Juli 2020, wurde um 15 Uhr die Bergwacht Tottnau an die Downhill-Strecke auf dem Hasenhorn alarmiert. Ein 18-jähriger Radfahrer war gestürzt und hatte sich Verletzungen im Bauchbereich zugezogen. Nach Mitteilung der Bergwacht wurde der Patient schonend auf die Vakuummatratze umgelagert und anschließend via Seilwinde mit dem in Basel stationierten Rettungshubschrauber Rega 2 aus dem Gelände geflogen. Der Einsatz des Höhenretters, auch Rettungsspezialist Helikopter, kurz RSH genannt, der laut Rega Basel in Schopfheim zugestiegen ist, wurde nicht benötigt. Er blieb am Zwischenlandeplatz zurück. Wenn Ihnen mein Nachrichtenvideo gefallen hat, ich freue mich auf ein Däumchen nach oben. Sie haben übrigens die Möglichkeit, den Kanal Schwarzwald TV kostenfrei zu abonnieren. Dazu einfach rechts unten aufs Logo klicken und die Glocke aktivieren nicht vergessen. Bei Schwarzwald TV erfahren Sie regionale Nachrichten aus den Landkreisen Waldshut, Lörrach, Freiburg, Breisgau Hochschwarzwald und Emding, aus der naheliegenden Schweiz, bei Großlagen aus dem Elsass und aus der Umgebung um Tuttlingen. In diesem Sinn, alles Gute, bis zum nächsten Beitrag und tschüss. Danke fürs Dabeisein und weg bin ich.